Jetzt ist ja, man kann ja mal sagen, hier zeitlich sind wir ja gerade jetzt einen Tag nach der, oh nein, Muse, da. Einen Tag nach der E3 von Nintendo. Ja, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Aber erzähl du mal deine Eindrücke, weil meine habe ich jetzt im letzten Video schon so ein bisschen gemacht, aber du kannst jetzt, du hast ja immer sehr viele genaue Meinungen, weil du von vielen Sachen extrem viel Ahnung hast. Das ist gar nicht wahr. Du stellst mich jetzt wieder voll unter Druck. Okay, du bist so dumm, das ist unglaublich. Ich Das weiß ist nicht, wie du besser. reden kannst. Also, Jetzt ist jeder begeistert, wenn ich hat der was den sagen schon kann, mal. weißt Guckt euch den mal an. Geht mal auf Nerdblade, da seht ihr Bilder von dem. Da war keine Ich Werbung. mache extra. Ja. Ja, also wir haben es ja quasi, naja, nicht so richtig zusammengeguckt. Wir haben es quasi unterhalten, während wir geguckt Zusammengeschrieben, haben. ja. Genau. Und ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen von total enttäuscht und naja, wie erwartet. Also nicht enttäuscht wegen der Spiele, sondern enttäuscht, weil Nintendo immer noch nichts dieses Jahr rausbringt oder nicht viel. Und weißt du, 3 Jahre nach Erscheinen der Konsole kommen dann mal Spiele, ist ein bisschen spät. Ich verstehe es vor allem nicht. Vor allem dieses, wenn sie schon dauernd anteasern, so von wegen Star Fox, was ja zum Glück noch bestätigt wurde, dass es wirklich in der Mache ist und nächstes Jahr rauskommt. Ja, aber trotzdem, also ganz ehrlich, wenn sie zu Smash Bros., ne, beziehungsweise, das ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn sie zu Zelda und anderen Spielen was zeigen können und das kommt erst nächstes Jahr raus, wie machen die das bei Star Fox, wenn sie jetzt noch nichts zeigen können und es kommt trotzdem nächstes Jahr Das raus? ist eine sehr gute Frage. Ich finde es eh sehr seltsam, das müsste nächstes Jahr so viele Blockbuster-Titel geben. Das ist bescheuert eigentlich schon. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich gehofft auf ein. Ja, gut, Star Fox war cool, aber obwohl ich bin mir halt noch nicht sicher, was da jetzt wirklich kommt. Ein Star Fox-Spiel kann vieles bedeuten, also da kann auch viel Grütze kommen. Oh, shit. Und ich hätte so auf ein F-Zero gehofft. Aber gut, dass du das nicht nach Mario Kart Ja. ankündigen, war fast klar. Trotzdem schade. Aber ich hatte ja auch. Kurz nach der normalen E3 kam ja dieses Treehouse noch. Und das hatte ich mir dann mit Hering zusammen noch angeguckt. Und er meinte dann auch irgendwann, weil da kam dann ja Miyamoto auf die Bühne und hat dann seine zwei Projekte vorgestellt, die er gerade am machen ist. Und zwar Project Robot und Project Guard. Beides völlig belanglose Spiele, ehrlich gesagt. Ist so. Und irgendwann kam Hering halt mit dieser Idee, ja, irgendwie wirkt das alles so ein bisschen wie Nintendo Land 2. Weißt du, so diese Spiele sind keine Spiele, die du für voll Aha. nehmen kannst, aber als Nintendo-Land-Minispiel wäre es okay. Und dann in dem Zusammenhang über Star Fox zu reden, was sie getan haben, Das macht da war Angst. dann, ja, da war bei Hering und mir kurz so ein Panikmoment, wo wir dachten, Alter, das würden die jetzt nicht, das trauen sie sich jetzt nicht wirklich, oder? Und Star Fox ankündigen, erst noch einen Witz drüber machen, dann sagen, nee, nee, es kommt wirklich und dann ist es ein Minispiel bei Nintendo Lands. Wobei, was wurde da gezeigt? Die hatten doch irgendwie. Ich habe so ein Screenshot gesehen, wo Miyamoto halt irgendwie das Das Gamepad ist vor nicht. sich gehalten hatte. Ja, das ist nicht von Treehouse. Das ist. Ich weiß nicht, ob der Screenshot gefaked ist oder ob Ich er hoffe echt es. ist. Ich glaube, er war echt. Ja. Und. Aber das war nicht von. Also, das wurde nicht gezeigt in den Streams. In den Streams haben sie wirklich gesagt: Es tut uns leid, wir haben überlegt und wir wollen keine Sachen von Star Fox zeigen, weil sie noch nicht final genug sind. Ich hoffe, dass es nicht final genug ist, weil das sah mir aus wie diese komische. Ich gucke durch meine gewisse Kamera und. Ach, ja, Kamera durch mein Gamepad und fliegt damit. Ich hasse Bewegungssteuerung. Das wäre Ja, der richtig zum Witz. Kotzen. Der Witz ist, und da komme ich wieder auf das zurück, was im Treehouse gezeigt wurde. Beide Spiele, Project Guard und Project Robot, waren genau so. Es hatte diese Optik von der Pre-Alpha und es hatte diese komische Bewegungssteuerung. Project Robot war, du spielst einen riesigen Roboter, also wirklich im Godzilla-Ausmaß in der Stadt und musst andere Roboter besiegen, so ein bisschen wie es auch so Flash-Spiele gibt mit so einer Physik-Engine, die be bewegen sich, die Roboter bewegen sich dann, als wären sie betrunken und du musst dann so ein bisschen Sumo-Ringen, bis einer auf den Boden fällt und dann gewinnt der andere halt. Und das spielst du komplett mit dem Gamepad. Das heißt, du musst mit dem Gamepad in die Knie gehen, damit der Schwerpunkt sich verlagert und du besser stehen kannst und so ein Quatsch. Und es war wirklich miserabel und Project Guard war dasselbe. Es war dann Überwachungskameras, Tower Defense, Quatsch. Und weißt du, dann im Vergleich dieser Screenshot, bei dem du erahnen kannst, es sieht auch sehr Pre-Alpha-mäßig aus und es sieht nach dieser Bewegungssteuerung aus. Bitte nicht, Leute. Die hatten ja beim 3DS, also 3DS-Teil in Anführungszeichen, dieses Remake vom N64, also von Lilith Wars, hatten sie auch schon die Möglichkeit gemacht, dass du mit diesem komischen Gyrosensor, wie das heißt, spielst, dass du auch dann DS so ein bisschen kippen musst, um zu zielen, statt einen Joystick zu benutzen. Ja.
Nee, ich habe es einmal versucht und dann schnell frustriert aufgegeben. Ich meine, die Idee ist ganz cool, weißt du, dass du wirklich so rumgucken kannst und alles schön machen kannst, aber die Umsetzung, da muss ja wirklich alles exakt perfekt passen und Vor das allen Dingen, ist es halt. muss wirklich, es darf keine Verzögerung, es muss instant laufen, sonst fühlt sich das so schwammig und sinnlos an. Das geht einfach nicht. Das war schon PS3 mit seinem Six-Axis-Controller. Das allererste Spiel, das ich da hatte, war Heavenly Sword, und du hast sämtliche Kanonenschüsse, Speerwürfe und alles, was du oft machen musstest in Skriptsequenzen, alle mit dieser Bewegungssteuerung vom Controller gesteuert. Das ging überhaupt nicht. Weißt, das Spiel läuft schon nur mit 25 Bildern, und dann sollst du da mit Bewegungssteuerung irgendwas lenken, und die ist noch verzögert obendrauf. Also das, nee, das ist, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wer will denn das unbedingt? Also gibt es wirklich jetzt so ein Verlangen danach, dass alle schreien, ja, lass uns doch Ich weiß nicht, ob das in einen Japan so Controller beliebt ist hampeln? oder so, da habe ich ja keinen Einblick, aber in Europa, du hörst doch egal, wo es ist, sobald das irgendwie heißt, so von wegen Bewegungssteuerung, ach nö, habe ich schon. Ich meine, ich habe ja vor dir mit Mr. Mario K1 oder einfach nur Mr. Mario mal kurz aufgenommen, hat er auch gesagt, dass bei Microsoft die komplette Präsentation Kinect komplett verschwiegen wurde, weil sie anscheinend gemerkt haben, ah, ist vielleicht doch nicht so cool, vielleicht will das doch keiner Das diesen Scheiß. wundert jetzt auch keinen mehr nach der Ankündigung, dass sie ja jetzt ihre Xbox One auch ohne Kinect verkaufen, was ja vorher angeblich nicht möglich war. Das ist so geil. Also, du siehst schon, der Zug ist abgefahren. Da haben sie jetzt Wenn man selber sich so keine in die Lust Scheiße mehr. reiten kann, das hätte ich echt nicht gedacht, dass das geht. Mein Gott, das ist halt so eine Marktanalyse, und die Leute schauen da irgendwie falsch auf die Sachen drauf. Bei Nintendo habe ich das auch gemerkt. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Thema war. Ich bin gerade selbst am Überlegen. Es war irgendein Spiel. Ach nee, das war sogar bei diesem Project Robot-Gedöns. Da sagte Miyamoto nämlich so sinngemäß, der Grund, warum Spieler die alten NES-Spiele immer noch spielen, ist ihre Simpelheit. Dass es so simpel sind und man sofort reinkommt. Und das ist genau das Falsche, Miyamoto. Das stimmt überhaupt nicht. Du interpretierst das völlig falsch. Die Leute spielen die Spiele nicht, weil sie leicht zu verstehen sind. Sondern die Leute spielen die Spiele, weil da immer noch ein Spielspaß drin steckt, der einfach pur ist. Da geht's um nichts anderes als um den Spielspaß. Das ist halt sowas, wenn Nintendo seine Kundschaft schon so dermaßen falsch interpretiert, dann glaube ich, läuft das bei Xbox und PS4 auch nicht anders. Fürchte ich, ja. Nee, das ist allgemein. Ich habe es auch vorhin schon mit Mr. Mario besprochen. Dieses Gefühl, einfach einen Controller in der Hand haben und spielen zu können, weißt du, ohne dieses ganze Drumherum. Warum nicht? Es muss ja nicht immer krampfhafte Innovation sein. Ich meine, ich freue mich, wenn irgendwelche Sachen eingebunden werden, wenn man irgendwas Nettes mit dem Gamepad macht. Aber es darf auch nicht rausreißen oder irgendwie umständlich sein. Weil ich spiele Videospiele immer noch, um Spaß zu haben und zu entspannen und sowas. Und halt nicht, um irgendwie möglichst einen Handstand vom Fernseher hinzukriegen, ohne dass er umfällt. Ich erinnere dich noch an die Zeit, bevor die Wii U rauskam, kurz davor, ich glaube, das war die E3, als sie vorgestellt wurde, und dann sah man ja auch diese De Tech-Demo vom Zelda-Spiel, das ja dann im Endeffekt gar nichts zu tun hat, das war ja nur wirklich Tech-Demo. Und da war ja schon jeder so, boah, nö, wenn ich in meinem Inventar ständig auf dem Touchpad rumfuchteln muss und dann im Spiel und das will ich nicht, das ist scheiße. Und genau das hattest du dann zum Launch mit Zombie U. Also das ist dieses, offensichtlich hast du ein Feedback von deinen Fans, aber du ignorierst komplett. Und das ist dieses Nintendo-Prinzip, aber lustigerweise funktioniert das. Also der Witz ist halt, ich wurde angesprochen von, ich glaube, Super Fast Cooked oder, nee, von Chris Zocker oder so, warum ich den Nintendo-PKs immer so hate. Und warum mir denn ausgerechnet Nintendo immer so auf den Sack geht, ist doch bei anderen Publishern auch so. Das stimmt. Aber mir geht weniger Nintendo auf den Sack, sondern die Fanboys, Ja. die sich so stur dagegen wehren und weigern einzusehen, dass Nintendo Scheiße baut. Und das immer versuchen wegzuargumentieren. Und ich denke mir jedes Mal, wie weit kann man es treiben? Und das funktioniert offensichtlich. Das Problem ist halt, dass die eigene Meinung da irgendwie total unterdrückt wird. Also, dass man irgendwie. Ja. Du sagst ja auch nicht einfach Nintendo ist scheiße und sowas, und dann. Nee. Du Ich magst möchte auch nicht, Nintendo dass ja auch. Nintendo scheiße Willst ist. Nintendo hat meine Lieblingskonsole raus, zweitliebste Konsole rausgebracht. Nintendo hat viele meiner Lieblingsspiele rausgebracht. Warum soll ich Nintendo hassen? Dafür gibt es gar keinen Grund. Das ist halt eher so die Angst. Ich meine, wie du es gesagt hast, Wii U vor 200 Jahren rausgekommen. 2015 kommt nach Mario Kart dann wahrscheinlich der nächste Titel, der vielleicht ein bisschen mehr Leute anziehen könnte.
Was ist das denn für eine Spielepolitik? Der 3DS hat gerade so überlebt, weil irgendwie nach 2 Jahren wenigstens in die Sachen rauskam. Und die Wii U, die noch teurer ist, die soll jetzt irgendwie, was weiß ich, nach 3 Jahren endlich mal so ein paar Titel haben, damit sich's lohnt? Das ist doch bescheuert. Ja, es sind viele Kleinigkeiten. Es ist auch sowas wie der Controller. Ey, die Konsole ist seit fast 3 Jahren draußen. Den Controller gibt's immer noch nicht nachzukaufen. Was ist denn, wenn wirklich... Ich habe mich nie erkundet, ob es mal so einen Fall gibt, dass irgendjemand das Ding halt zerlegt hat. Mhm. Also nicht absichtlich, sondern halt irgendwie das Ding ist hingefallen, kaputt, fertig. Was ist denn dann? Ich würde gerne wissen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du kostenlosen Ersatz bekommst, wenn das Ding ja so teuer sein soll. Ja, schwierig. Dann macht der Nintendo noch mehr Verlust. Richtig. Das können die sich nicht leisten. Ja, nee. Das ist halt auch so ein Spruch, wieder Fanboy-Tum bei Nintendo. Die können auch noch 50 Jahre so weitermachen. Ich weiß nicht, wer sich das errechnet hat, aber das ist kompletter Blödsinn. Es gibt keine Firma dieser Welt, die 50 Jahre nichts machen kann und dann trotzdem noch überlebt. Das funktioniert nicht. Mhm. Selbst wenn das mathematisch auf dem Papier so sein mag, das funktioniert in der Realität nicht. Es gibt keine Firma, die überlebt hat bis jetzt, ohne was zu machen. Und Nintendo macht miese. Die machen nicht nur nix, die machen miese. Oder gut, jetzt machen sie, glaube ich, gerade wieder einen Push, aber ja. Nee, man versteht es einfach nicht. Das ist halt schon irgendwie traurig. Vor allem so unnötig. Das habe ich. Richtig. Diese großen Titel, dass die einfach fehlen. Du bringst was Neues auf den Markt und sagst, oh, in 3 Jahren können wir vielleicht so einen Star Fox rausbringen, ja? Ja, die Zelda-Präsentation, perfektes Beispiel. So, du siehst einen Typ vor einem Greenscreen, der labert, während du im Hintergrund Link auf Epona in der grünen Steppe stehen siehst. Und du denkst, oh cool, Gameplay. Und das Einzige, was kommt, ist, Link reitet aus dem Bild. Und dann kommt ein kurzer Cutscene-Trailer, der völlig nix sagend ist, und dann war es auch schon wieder vorbei. Und so ist es. Das Ding ist, ist Pikachu auch noch dabei? Genau. Oh, das... das Ding ist halt, jetzt war die E3. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um viel Ingame-Material und wirklich viel Content zu zeigen. Mhm. Haben sie nicht gemacht. Das Ding soll nächstes Jahr rauskommen. Dann ist schon mal klar, es kommt Ende nächstes Jahr, weil dann werden sie die nächste E3 nutzen, um da noch was zu zeigen. Weil irgendwas muss gezeigt werden. Die können doch nicht in Zelda einfach hinklatschen und sagen, da ist es jetzt. Hi Leute, da bin ich. Ja, wobei, gut, bei Zelda geht es vielleicht noch eher, weil das dann trotzdem jeder kauft. Baller. Naja, aber... Ich meine, bei Zelda haben sie sich halt auch schon oft, gerade nur über den Grafikstil, so oft in die Nesseln gesetzt. Das ist eh lustig, oder? Du kannst ja machen, was du willst. Wind Waker ist zu bunt, Twilight ist zu düster. Und das wechselt sich irgendwie jetzt seit ein paar Jahren so ab. Ja klar, du hast halt immer die anderen Stimmen. Mhm. Weißt du, entweder du hast die 50%, die das mögen und die anderen schreien, oder umgekehrt. Also das ist... Du kannst du nicht alle zufriedenstellen. Entweder kannst du halt wirklich pro Spiel komplett durchwechseln, oder du bleibst halt mal am Spiel treu. Aber das ist ja wirklich so ein bisschen bunt. Ich glaube, was war denn das? Skyward Sword? Sword. Oh, so habe ich es früher mal ausgesprochen. Sword. Ich war so enttäuscht, dass es dann Sword hieß, als ich das nachgelesen hatte. Schrecklich. Traurigster Tag meines Lebens. Nee, ja, jetzt war es ja wirklich ein paar Mal bunt gewesen und dann heulen sie auf einmal wieder nach, dass es halt nicht düster genug ist. Ja, richtig. Das ist halt immer was anderes. Mein Gott, das ist jetzt aber auch wieder so ein, also vom Grafikstil ist das Neue dann jetzt auch recht bunt. Also es ist eher wieder so Skyward Sword-mäßig, fand ich. Richtig. Also ich fand Link ist auch irgendwie seltsam. Der sah sehr seltsam aus. Ich habe dreimal hingucken müssen, bis ich gedacht habe, achso, das ist jetzt Link. Ja, der hat sehr feminine Züge gehabt. Ja, gut, das hat er ja immer schon irgendwie gehabt. Ja, aber das war krass, vor allem die Frisur, wenn das eine Frau trägt, sagt auch keiner was dagegen. Ja, es ist. Ich habe auch schon ein paar Kommentare gelesen. Link ist jetzt also offiziell Zelda. Ja, endet das ja wenigstens mal, ne? Ja, endlich hätten sie das Problem mal gelöst und jeder weiß endlich, wie der Hauptprotagonist heißt. Tja, ich weiß es nicht. Mich stört's nicht, ehrlich gesagt. Ich fand die Grafik von Skyward Sword auch hübsch. Und da habe ich einfach zu negative Erinnerungen allgemein dran, weil ich das Spiel halt nicht so fest und hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel, aber ich fand die Optik schön.